Waren ja viele mal von dem Filmmuseum, so auch so Schauspieler oder bei Ihnen hier Naja, in dem die wo Laden? geraucht haben oder so was zum Trinken gesucht haben, die kamen immer mal hier rein. Und der größte Nassauer, wo ich kennengelernt habe, war der Theo Gärtner vom Fallfeld 2. Ah, der da, der Ach ist so. gut. Der kam hier Den rein, mag ich nicht. Ich auch Alkohol. nicht. Und da wollte er eine Schachtel Zigaretten haben und hat gemeint, er ist der Theo Gärtner. Habe ich gesagt, ja, ich bin nicht die daheim, Mann, ich Hätte ich krieg gesagt, auch sehen keine Sie, und Schachtel. deswegen kostet das Doppelte. Ja. Ja, also diese Leute, ich kenne das aus der Hotelbranche. Ja, die Die wollen da denken wenn ihren wirklich, sie kriegen Namen was umsonst umsonst, weil sie einen oder Namen haben. Ich habe das mal erlebt in Südamerika. Da kam Shakira. Und die meinte, weil ich kenne sie Shakira, ja, das ist die mit dem Popo-Wackeln, aber Ja, gute ja. Musik finde ich schon ganz toll. Aber die meinte auch, sie kriegt die Präsidenten-Suite free, complimentary free of charge, weil sie ist Shakira. Also was manche Leute sich vorstellen. Das weiß ich nicht. Aber es ist doch ihr Hobby. Ja, deswegen meinst du auch ungern, gebe ich auf. Aber ich bin ja schon 70 und meine Kinder sagen immer: Vater, was machst du dann, wenn du zu deinem obersten Dienstherrn gehst? Und da sage ich: Ach, da mache ich mir jetzt noch keine Gedanken, sondern antworte dann wie Seneca. Seneca war ein Philosoph, ein Römer, Lehrer von Nero, wissen Sie ja noch aus Ihrem Unterricht. Und der sagte, als man ihn fragte: Mein Seneca, deine köstliche Bibliothek, dein wunderschönes Haus mit Atrium, deine beiden reizenden Sklavinnen, du bist 50, die sind erst 20. Was machst du, wenn du stirbst? Und da antwortete Seneca: Dum ego sum, solange ich lebe, solange ich bin, mors non est, ist der Tod nicht da. Si mors venit, wenn der Tod kommt, ego non sum, dann bin ich nicht mehr da. Also ihn interessierte das nachher nicht mehr. Und so würde ich das auch in der christlichen Philosophie unterbringen. Jetzt lebe ich, wenn ich sterbe, was nach meinem Tode ist, das interessiert mich da nicht mehr. Die haben auch Stil meistens, wenn Ja, die. und das hat mit Beruf nämlich nichts zu tun. Nee, Wer nee. Stil hat, hat Stil. Ob der jetzt Fußpfleger macht oder aber Schauspieler ist oder Bilanzbuchhalter bei. Naja, das habe ich ja sogar bei einer Plattenfirma erlebt, bei der Philips damals. Da war die Mary Rose da war die Wenke Mühre da und die Gitte. Mein Gitte war mein Ja, Liebling, Gitte Henning. und die Gitte war ja auch in Ordnung, ja. Und die haben ja damals zu der Zeit noch die Miniröcke getragen. Und weil wir Männer ja alle auf den Beinen standen, ist ja normal, hat die Gitte gesagt: Soll ich mal die Arme hochmachen, dass er wenigstens Döschen seht im Höschen? Ja. Die war ja immer so schlagfertig, das war sagenhaft bei der Gitte. Paderborn, die Paderborner sind ja der Meinung, dass ihre Stadt der Mittelpunkt der Galaxis ist. Und deswegen wird alles gekauft. Es muss nur Paderborn draufstehen. Ja. Die war ja immer so schlagfertig, das war sagenhaft bei der Gitte. Eine Schwesternschülerin kommt. Ja, unser Chefarzt, der wird 60 und da wollen wir Schwesternschüler ihm was schenken. Oh, das ist toll, da ist sehr löblich. Was möchte denn so ein Chefarzt eigentlich haben? Ja, ein Buch am besten. Ja, da sind Sie bei mir richtig, habe ich gesagt. Was liest er denn? Ja, wissen wir nicht. Haben Sie die Frau schon mal gefragt? Nein, die haben wir noch nie gesehen. Ja gut, wie viel Geld haben Sie denn zur Verfügung, damit ich mir so ein Bild machen kann? Ja, wir haben alle zusammengelegt und sind 25 in diesem Schwesternheim. Da haben wir 16,50 € zusammenbekommen. Täglich bekomme ich Anrufe. Menschen möchten ihre Bücher verkaufen. Dann heißt es: Ja, unser Opa ist tot. Sag ich, da sind Sie hier falsch.
Ich bin kein Beerdigungsinstitut. Nein, das meinen wir auch nicht. Der muss seine Bücher abgeben. Wir haben schon die Containers voll. Aber da kam der Pastor und der hat gesagt, das ist zu schade, die Bücher in die Containers zu stecken. Ruft den Antiquar Wengerzink an, der kauft sie euch ab. Die Paderborner sind ja der Meinung, dass ihre Stadt der Mittelpunkt der Galaxis ist. Und deswegen wird alles gekauft. Es muss nur Paderborn draufstehen. Die Paderborner sind ja der Meinung, dass ihre Stadt der Mittelpunkt der Galaxis ist. Und deswegen wird alles gekauft, es muss nur Paderborn draufstehen. Like mother, father, children. Ja. Ich war ja immer so schlagfertig, das war sagenhaft bei der Gitter. Sind ja auch alle irgendwie gleich, ne? Ja, genau. Das Domkessel hier. Das ist da. Ja, das hier. Das war so. Früher auch vor dem Krieg alles Wohnungen, ne? Ach so, und dann, wann ist das Domkessel? Hier ist mit so Platten zugedeckt und so weiter, wie das war. Und das hier war alles zerstört. War das auch dieser Feuersturm? Dieser Die Wenger wird nicht ganz zufrieden sein, auch nicht mit der Torausbeute.